Da gehört man das? Ja. So, komm, mir reicht's. Ich hole mir jetzt hier so einen Sprayer. Burger zum Glück kenne ich einen, der ganz viele davon im Lager hat. Ich. Boah, Burger wirklich, es tut wirklich fast weh. Boah. Das ist wie Schmirgelpapier, ne? Alter. Ja, der Besitzer hat uns erzählt, dass er den Wagen in der Garage, wo er den parkt, irgendwas von der Decke fliegt immer, irgendwie was runtertropft oder was runterfällt oder... Ja, das wird sich jetzt hier irgendwie abgesetzt haben, ne? Ja, wir werden den zweistufig polieren. Achso, hör mal, Burger, sind wir schon irgendwie im Video? Wir sind live. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Glossbosse, zu diesem neuen Video. Heute vom heißesten Tag 2020. Wir haben heute extra früh angefangen, dass wir halt... Ja, Dodge Challenger haben wir hier. Kneten, Kenzer. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, oder? Ja, bis gleich, ne? Gecuttet wurde hier mit Sonax Ultimate Cut. Zum Moment, irgendwie in letzter Zeit so meine Standard-Schleifpaste. Ne? Burger, du magst sie nicht so, ne? Nee, ich komme mit den Sonax-Positionen, muss ich ehrlicherweise gestehen, nicht so klar. Mhm. Ich baller da lieber die Mansernas durch. Ja. Mit denen läuft's aber. Direkt Abmahnung, sag ich dir. Ja. Direkt Abmahnung. Hast du Abmahnungsblock heute dabei, oder? Nee, ist erstmal nur mündliche. Mündliche, na gut, ne, dann ist ja nicht so schlimm. Aber ich sag doch, der Personalabteilung, ja, die heftet das dann ab. Super, super. Dann sagt auch mal der Julia zu Hause, dann geben wir wieder einen Strike. Wie gesagt, so zerkratzt ist er nicht. Wir machen den ersten Step, also den Schleifpastengang, tatsächlich nur, um wirklich sicher zu gehen, dass wir überall an jeder Lackoberfläche diese Verunreinigung da irgendwie runtergeholt haben, falls mit dem Kneten nicht alles restlos wegging. Wir haben aber schon gemerkt, nach dem Kneten wird es richtig glatt, vorher war es richtig rau. Nach dem ersten Gang Schleifpaste, nach dem zweiten Gang Finish
ist alles schön. Super. Und ja, so machen wir weiter. Ja, also beziehungsweise bei mir sehr gut. Ich mache jetzt hier hauptsächlich weiter, ne? Und du bist wieder hier so ein bisschen auf Tralafiti, ne? Ja, genau. Ich halte nur das Gerät. Gut. Dann, weiter geht's? Weiter geht's, Berge. Auto auf Augenhöhe, siehst du hier überall noch diese kleinen schwarzen Pünktchen. Ja, sieht aus wie Farbnebel, wenn ich ehrlich bin. Ja, richtig, aber den werden wir jetzt eliminieren. Hast du echt nicht gesehen? Nee, man, also durch die Kamera sieht man es nicht, wirklich nicht. Ja gut, dann sieht man gleich, oder? Ja, da hörst du aber auch schon wieder. Ja, nee, hör mal, hör mal. Wollen wir noch mal ein Video drüber machen, wie wichtig Kneten eigentlich ist? Ja, gerne. Schreib doch mal runter. Bin ich drauf? Guck mal, die Knete ist so heiß, mir ist noch nie Knete in der Hände gefallen. Naja, sehr fein. Ja, schreibt doch mal bitte drunter, ob ihr ein Video über das Kneten wollt. Also mal wirklich, wie wichtig es ist. Ein paar Videos dazu gibt es ja schon. Ja, also wir haben jetzt alle schon mal so durchgeknetet, aber hier vorne war es dann doch noch so ein bisschen heftiger. Die Punkte sind jetzt alle weg. Also ich denke, es war Sprühnebel irgendwie. Kann sein, ja. Altes Boya hier. So, wieder hier mein Tag habe ich hinterlassen. Nee, ja, wir sind jetzt fertig mit Polieren tatsächlich. Schön. Freut mich. Endlich. Hat sich da früher aufstehen doch gelohnt. Wir entfitten jetzt. Ja, genau, weil wir jetzt, oh, man merkt so langsam, es wird drückender, oder? Ja, ehrlich jetzt. Also so innerhalb von einer Stunde ist jetzt richtig drückend geworden, finde ich. Ja. Kannst du dich jetzt mal langsam wo stehen bleiben? Nee. Ja, also fertig poliert, ja. Fertig hochglanzpoliert. Auch weiß kann glänzen, Leute. Kiek mal. Zeig's euch mal. Gut? Oder? Ich find's sehr gut. Mir gefällt's. Würde ich mir zwar nicht kaufen, aber ich find's schön. Ich finde auch weißer Wagen finde ich schwierig. Ja. Aber gut. Finde ich auch schwierig. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ja. So, du entfettest jetzt hier noch. Ich meine, wir entfetten jetzt hier noch. Und dann schmeißen wir das Ultima drauf, ne? Ich sehe, wie wir entfetten. Ja. Dann Ultima drauf und dann würde ich sagen, melden wir uns nochmal, oder? Ja, dann kommt Ultima drauf. Dann können wir noch ein paar Highlights, Revue passieren lassen, würde ich sagen. Oder was sagst du dazu? Ja, und dabei machst du so motivierende Musik an. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, geht's los, oder? Auf los geht's los. Los! Oh, Marvinho, One-Man-Show heute. Wie gehabt, ganzen Tag schon. Ja. Ich erfahre wirklich keine Unterstützung hier durch dich. Was machst du Feines? Ja, ich trage schon das Code Ultima ab, eigentlich gerade. So. Mit der Zweituchtechnik. Toll. Zweituchtechnik, sowas. Ein Tuch. Ja. Yeah. Merkt man sich die Farbe, welches zum Vorwischen ist. Yeah. Das andere ist zum Nachwischen. Also man hat dann immer zwei Tücher. Sowieso immer zwei Tücher. Yeah. Aber eine Farbe, ne, merkt man sich Vorwisch, andere Nachwischtuch. Da verwechselt man die auch nicht und so, ne? Gute Sache. Schön, super. Welche Tücher hast du? Das sind die Edges 300. Ist aber egal, welche man nimmt, oder geht das nur mit denen? Nee, du kannst auch Edges 365 nehmen. Du kannst dafür also auch. Also, die könnt ihr auf jeden Fall hier bestellen. Du, die sind sehr, sehr gut. Also, theoretisch, du kannst auch langflorig nehmen. Das spielt keine Rolle. Ja. Machen wir jetzt, ich helfe dir jetzt mal eben. Also, Versiegel wisst ihr ja, ne? Hier auftragen, helfen kurz mal. Anziehen lassen und dann mit den zwei Tüchern runter. Helfen wir mal. Wo
trägst du auf mit Protein Block oder? Ja. Wo hast du? Da. Show me. Ich zeige dir. Oh. Übrigens zu den Protein Blöcken mal eben. Das ist das Beste, was es auf der Welt gibt, sage ich euch ganz ehrlich, die benutze ich auch nur noch. Ich habe zwar noch nie welche bei dir im Shop bestellt, aber... Mhm. Ja, du weißt doch, wo die liegen im Lager, ne? Nein, aber das läuft, also ist wirklich super. Gerade hier ist so eine kleine Kante, da kommst du auch super damit rein. Also was soll ich sagen, die Teile sind wirklich Gold wert. Yep. Gut. Ich möchte es auch nie mehr missen. Nee, ich helfe dir jetzt mal eben, bevor du noch trauriger wirst. Dann danke. Mach mal hier noch das... Ich danke. Kunststoff und... ja, Kunststoff sag ich mal ganz zum Schluss. Ja. Keine Ahnung, es kann irgendwo noch mal vorkommen, dass irgendwo man unten drunter mit dem Applikatorblock man reinkommt, wo es nicht so sauber ist. Deswegen Kunststoff immer zum Schluss machen. Also ja. Natürlich den Applikator aufbewahren, aber das Kunststoff erst zum Schluss machen. Ganz klar. Darum haben wir das hier auch noch abgeklebt gelassen, oder hat der Marvin das hier noch abgeklebt gelassen, damit er jetzt nicht versehentlich Ultima aufträgt. Nee, du meinst das Ultima. Ultima, genau, korrekt. Marvin, können wir Kunststoff? Ja, gerne. Bist du bereit? Sieht man einen Unterschied? Siehst du einen Unterschied? Ja, ne? Ja, so minimal. Da glänzt aber. Ja, genau. Ja, ist jetzt so ein bisschen seidenmatt, wenn es richtig abgelüftet ist, wenn wir es abgetragen haben. Glänzt es natürlich nicht mehr so krass. Ist dann schön schwarz, ne? Genau. Oh ja, der sieht wieder richtig satt aus. Wir sind mit dem Lack natürlich jetzt fertig. Genau. Haben jetzt das gleiche Applikator-Pad genommen, auch wo wir den Lack mit beschichtet haben. Das ist jetzt das erste Mal und der ist nicht mehr speckig. Er ist schön schwarz, so wie er sein soll. Genau. Das gefällt mir auch. Ja. Schön. Ja, Birgit, ich kriege wirklich auf die Frage, welche Keramikbeschichtung kann ich denn auf Kunststoff anwenden? Und ich muss wirklich sagen, eigentlich fast alle. Ja. Also ich habe noch nie erlebt, dass das Kunststoff irgendeine Keramikbeschichtung abgestoßen hatte, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Also ich würde auch schon eigentlich sagen, so ziemlich alle. Genau. Welchen Fehler du nur nie begehen darfst, ist mit dem gleichen Applikator, du machst hier quasi erst den Lack und dann das Kunststoff. Das darfst du niemals machen, weil wenn du das Applikatorpad mit diesem Suede-Tuch hast, kann es sein, dass sich durch den Kunststoff minimal verfärbt. Ja. Also erst Lack, dann Kunststoff. Genau, so machen wir es auch immer. Ja, zum Schluss genau. Noch Kunststoff komplett beschichtet und dann passt es. Alles klar, Berg, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Tschüssing. Mit bisschen Parallaxefehler kommen wir so auf 38 Grad. Genau, ja. Wir sind fix und fertig. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns jetzt auch, oder? Ja, hat heute gereicht. Ja. Zum Glück haben wir schon so gegen 6 Uhr angefangen. Ja, trotzdem, wir haben es jetzt 17:20. Ja, gut. Jetzt hat gereicht für heute. Für heute reicht es. Morgen machen wir weiter. Morgen stehen dann nur noch Restarbeiten an. Genau. Bisschen hier, bisschen da. Ich denke, Carport können wir trotzdem jetzt schon drin. Genau. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt noch das Auto. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Kommentare wie immer unten rein, würde uns freuen. Ja? Ja, mich auch. Ja, ja, klar. Ja, super. Dann würde ich sagen, ciao. Also ich sag mal, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.